Mittwoch 18 Uhr pünktlich zum Weekend-Flashback. Am Samstag spielten die Wasserfreunde Spandau gegen die Wild Sharks Hannover. Mit 16:7 gab es einen eindeutigen Sieg für die Spandauer, die trotz etwas holpriger Anfangsphase ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Ebenfalls siegreich waren am Samstag die Spreefüchsinnen. Kirchhof war zu Gast im Fuchsbau und auch sie mussten, wie schon viele Teams vorher, mit leeren Händen nach Hause fahren. 6 Siege in Folge, 7 Siege aus 8 Spielen und ein 2. Tabellenplatz. Sehr viel besser könnte die Saison für die Spreefüchsinnen gar nicht verlaufen. Und am Sonntag liefen trotz schauriger Kälte 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sportlicher Eleganz mit Mütze, Schal und Superstimmung beim 7. Lauf in die Tropen. Distanzen bis zu 20 Kilometer mit einem gemeinsamen Ziel. Entspannungszeit im Tropical Island. Nächstes Wochenende steht wieder Wasserball auf dem Programm. Am Samstag spielen die Wasserfreunde Spandau gegen Ludwigsburg und bei den Damen spielt Spandau gegen Uerdingen. Das Topspiel der Saison, denn die Wasserfreundinnen wurden Pokalsieger und Meister und Uerdingen belegte jeweils die 2. Plätze. Außerdem nächstes Wochenende bei Hauptstadtsport TV die Berliner Cheerleader Landesmeisterschaft. Und last but not least spielt am Sonntag der 1. VfL Potsdam gegen den SV Anhalt Bernburg. Das letzte Heimspiel der Saison. Mal gucken, ob die Potsdamer ihren Siegeszug fortsetzen können, denn am letzten Wochenende gab es mit dem prestigeträchtigen Derby-Sieg gegen den Oranienburger HC den 4. Sieg in Folge zu feiern. Das war's vom Weekend-Flashback. Ich verabschiede mich schon mal. Und ihr seht jetzt noch den Trailer zur Dornröschen-Aufführung der Art of Dance Company des TSV Berlin-Wittenau. Bis nächste Woche!